Die Thomas-Seeler-Stiftung ist die politische liberale Stiftung in Bayern. Wir sind Teil einer Stiftungsfamilie. Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist unsere Dachstiftung, die bundesweit agiert. Und wir wollen für den Liberalismus die grundlegenden Themen ansprechen, diskutieren, Grundlagen legen und Menschen auch für die Politik gewinnen durch Seminare, durch Veranstaltungen wie diese heute in Schloss Gaibach. Hier geht es um eine langjährige liberale Tradition. Hier geht es um Bürgerrechte, den Kampf für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, wichtige liberale Themen. Mittlerweile in einer Situation, auch gerade bei der Kommunalwahl, mit verheerenden schlechten Wahlbeteiligungen, und ich befürchte fast, dass das bei der Europawahl ähnlich sein wird. Und deshalb wollte ich die Gelegenheit hier auch in dem Rahmen nutzen, um einfach mal uns alle ein bisschen aufzurütteln. Ja, wir sind in Schloss Gaibach und Schloss Gaibach ist eine große Tradition für liberalen Geist. Hier ist der Kampf für die Freiheit ausgefochten worden. Und es hat aber auch die Folge gehabt, dass die, die für die Freiheit eingetreten sind, drastische Strafen erwartet hat. Also ich denke, man muss mal im Verhältnis sehen, dass, wie gesagt, die Menschen damals für diese Rechte gestritten haben, auch ihre persönliche Freiheit gefährdet haben. Und heute haben wir eine Wahlbeteiligung, die jenseits von Gut und Böse ist, mit 37%, teilweise bei den Kommunalwahlen. Ich glaube, da sollten sich der ein oder andere mal überlegen, wie glücklich er eigentlich sein kann, dass er teilhaben kann an dieser Staatsorganisation. Rahmenordnung. Zu der sagt der Ökonom und Philosoph Professor Karl Hohmann, sie sei der systematische Ort der Moral. Bisschen schwierig formuliert. Er meint aber, dass moralbezogene Spielregeln eben in der Gesamtordnung niedergelegt sind. Er sagt außerdem über die soziale Marktwirtschaft, sie sei unter den Bedingungen der modernen Welt das beste, bisher bekannte Instrument zur Verwirklichung der Solidarität aller Menschen. Also die soziale Marktwirtschaft ist für ihn ein Instrument zur Verwirklichung der Solidarität. Kernaufgabe von Unternehmen in unserer Gesellschaft ist die Aufgabe, die die Gesellschaft den Unternehmen gibt. Es handelt sich nämlich einfach darum, Güter und Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen anzubieten, immer bessere Güter und Dienstleistungen der Bevölkerung anzubieten, damit Bedürfnisse der Bevölkerung im materiellen, zum Teil auch im immateriellen Bereich zu befriedigen. Und diese Bedürfnisbefriedigung ist gleichzeitig auch das soziale Element im Unternehmertum, das soziale Element im Wirtschaften, ist das ethische Element. Wir haben einen Wirtschaftsrahmen, einen Ordnungsrahmen in der sozialen Marktwirtschaft, der genau dazu führt, dass Angebot und Nachfrage sich über den Preis ausgleichen, dass der Konsument durch sein Kaufverhalten auch das Angebot beeinflusst. Und wenn der Unternehmer diese Aufgabe ordentlich erfüllt, dann kriegt er einen Lohn dafür, dann hat er einen Gewinn. Und er ist auch in der Lage, Arbeitsplätze zu schaffen, was nicht seine primäre Aufgabe ist, was aber ein sehr wünschenswerter Folgeeffekt ist, wenn er seinen Job ordentlich macht. Kern und Wesen dieser Veranstaltung ist natürlich Thomas Seeler. Es ist die fränkische Tradition, es ist die fränkische Tradition des Liberalismus. Und ich freue mich, dass es eine Veranstaltung gibt, wo wir drei fränkischen Bezirksverbände zusammen eine Tradition nicht nur begründen, sondern auch fortsetzen. Und jedes Jahr liberales Frankentreffen in Gaibach ist ein Muss für jeden Bezirksvorsitzenden, aber eigentlich auch für jedes Mitglied in unseren drei fränkischen Bezirken.